Guten Tag und willkommen zu The Binding of Isaac Afterbirth. Ja, wir machen heute mal den flotten Judas. Wieso ich den flotten Judas haben möchte heute? Und zwar, ihr habt ja jetzt in den Kommentaren geschrieben, wie ich in den zweiten Weg, in den dritten Weg komme. Ja, es gibt ja den dritten Weg neben Hölle und Himmel. Ja, gibt es jetzt einen neuen Weg. Und wie ihr mir verraten habt, ja, sieht der neue Weg wie folgt aus. Und zwar muss ich Itlifs oder halt Mom's Heart innerhalb 30 Minuten töten. Ja, also so ähnlich wie mit dem Boss Rush, dass sich dann der Boss Rush öffnet, wenn man schnell genug war. Ja, so ist es genauso mit dem neuen Weg. Ja, und den versuche ich zu erreichen. Habe ich schon heute privat versucht, aber da bin ich komplett gescheitert. Jetzt versuche ich dann mal mit Judas. Ich habe mit Isaac versucht. Diesmal versuche ich mal mit Judas. Wobei, mit Judas ist es gar nicht mehr so flott, wie es eigentlich mal war, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann wurde Book of Belial ein wenig genervt, dass man damit jetzt nicht mehr so viel Schaden macht, wie man eigentlich, ja, vorher schon gemacht hatte, ja. Wurde irgendwie genervt, wenn ich das richtig verstanden habe. Deshalb geht es gar nicht mehr so flott voran. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem schnell vorankommen, denn wie gesagt, 30 Minuten ist sehr wenig, ja, ist sehr wenig, vor allem für mich, ja. Also die Leute, die schon öfters meine Isaac-Videos gesehen haben, wissen, dass ich ein sehr langsamer Isaac-Spieler bin. Ja, Leute, die für einen Run brauchen, für einen normalen Run 45 Minuten oder so brauchen, für den brauche ich meist über eine Stunde. Deshalb ist für mich sowas immer recht schwierig, wenn es auf Zeit geht, Isaac auf Zeit zu spielen. Ist ein bisschen schwierig. Mit dem Boss Rush habe ich es auch eigentlich sehr schwer getan. Waren so die schwierigsten Sachen zu erreichen, neben The Lost-Zeug und so weiter. War für mich eines der schwierigsten Sachen zu erreichen, weil, wie gesagt, ich bin halt nicht so ein schneller Isaac-Spieler, ja. Ich bin halt immer recht langsam unterwegs und guck mir mal alles an und schau mir alles an und probiere alles rum und versuche alles Mögliche rauszuholen und so weiter. Deshalb brauche ich immer ein bisschen länger, ja. Aber jetzt haben wir keine Zeit dafür. Jetzt müssen wir richtig durchrotzen. Und ja, irgendwann, früher oder später, muss ich das ja schaffen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann spielen wir halt einen ganz normalen Judas Run. Wenn es klappt, dann ist es super, dann freue ich mich. Dann habe ich was Neues gesehen, was ich noch nicht gekannt habe. Und dann freue ich mich. Und ich hätte jetzt gerne eine Bombe, weil da war gerade ein Tinted Rock. Der würde ich gerne mitnehmen, weil Judas ein Herz, ne, ist nicht unbedingt top. Ist nicht unbedingt top. Deshalb wäre es geil, wenn ich jetzt ein Bömskin bekommen würde. Ein nettes kleines Bömskin, das Boom macht. Genau so macht es, ja. Genau so macht es und nicht anders. Denn ich möchte gerne das blaue Herz. Oder Small Rock vielleicht? Ja, Small Rock wäre auch nicht schlecht. Ja, Small Rock wäre auch nicht schlecht. Alter, der ist ja riesig. Was ist, wie riesig ist er denn? Der macht auch so komische Godzilla-Geräusche. Ach ja, Godzilla macht nicht solche Geräusche. Godzilla kreischt eher. Godzilla kreischt eher. Boah, komm, bitte, gib mir eine Bombe. Komm schon. Ich habe den Goldraum noch gar nicht gefunden, ne? Ich habe den Goldraum noch gar nicht gefunden. Ist natürlich jetzt ein bisschen assi. Die erste Ebene. Oder habe ich den Goldraum gefunden? Doch, natürlich habe ich ihn gefunden. Ganz am Anfang. 30 Touch habe ich bekommen. Ist natürlich ein bisschen asozial, vor allem mir, so einem langsamen Spieler, noch Amnesie zu geben, ja. Kann ja gar nicht ab. Okay, theoretisch könnte ich auch in den Shop gehen. Ich habe viele... Oh mein Gott, ich bin tot. Oh Junge, was mit dem Boss passiert? Der ist ja zu Pin geworden. Hallo, Pin. Was geht ab? Ich kann immer noch kein Isaac spielen. Ich bin so bad. Ich bin so bad. Unglaublich. Ja, Tears Up. Kann man mitnehmen, ne? Kann man mitnehmen. Die restliche Ebene. Ich gehe mal kurz zurück und nehme mir die Batterie mit. So. Leider wieder keine Bombe bekommen. Sehr schade, sehr schade. Und diesmal hatte ich im Goldraum Flash gehabt. Also den Knopf zum Abspülen hatte ich gehabt. Der war richtig unnötig. Dann müsste ich ja mal Book of Belial wegschmeißen. Das machen wir nicht. Und jetzt auch noch Curse of the Maze, ey. Dieses Spiel will einfach nicht, dass ich was erreiche, oder? Es will einfach nicht. Aber okay. Diese Herausforderung werden wir uns stellen. Werden wir uns stellen. Ich muss auch mal öfters wieder, was heißt öfters wieder, sondern müsste mal öfters auch hier auf YouTube vielleicht einmal die Woche oder sowas auch mal die Daily Runs mal versuchen. Ja. Vielleicht habt ihr das noch nicht mitbekommen, aber es gibt Daily Runs, ja, in Afterbirth. Einen festen Seed, wo man einen festen Charakter spielt. Und meistens auch hat man auch Start-Items und so weiter schon vorgegeben und so ein Kram. Wo man halt, ja, einen festen Run spielen muss, den halt die ganze Welt sozusagen einen Tag lang hat, ihn zu spielen. Okay, nehmen wir mit. Und dann kann man sich halt in der Top-Liste und so weiter beweisen, wie gut man ist und so weiter, weil man kann jetzt Score-Punkte und so weiter kann man jetzt auch sammeln und so weiter. Deshalb kann ich mal gucken, ob ich da auch ab und zu mal Daily Runs mache. Da war zum Beispiel jetzt gestern, war das gestern oder vorgestern, gab es sogar einen, doch, das war vorgestern, ne, gestern war das, glaube ich, gab es sogar gestern einen The Lost Daily Run. The Lost, ja. Direkt
Der ist erst rausgekommen, der Schmu hier. Ja, Afterbirth ist erst rausgekommen vor ein paar Tagen. Oh, da ist noch einer unsichtbar. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Vor ein paar Tagen rausgekommen und schon machen die hier Daily Run mit The Lost. Lustig. Destruction ist ganz nett. Vor allem, weil ich gerade den Lucky Rock habe als Trinket. Das heißt, wenn ich gleich in einen Raum komme mit ganz vielen Steinen, dann, fuck, dann passiert sowas. Dann stirbt man einfach. Fast, ja. Wenn ich in einen kleinen Raum reinkomme mit ganz vielen Bomben, dann kann ich Hagelatz, mit ganz vielen Steinen, dann setze ich Hagelatz ein, dann springt alles in die Luft und ich krieg vielleicht mal was Schönes, ja. Weil ich habe ja den Lucky Rock. Wenn ich Glück habe, ist da vielleicht was drin, Tolles drin. Ist hier ein Secret Room? Könnte es sein. Tatsächlich nicht? Okay, interessant. Habe ich jetzt eigentlich erwartet, dass da was drin ist? Aber gut, dann halt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese blauen Pissfliegen, die sind so schnell. Diese blauen Pissfliegen sind so schnell. So schnell, dass ich da gar nicht mitkomme, klarkomme. Ich komme mit den gelben Fliegen wirklich noch gar nicht so gut klar. Vor allem in so engen Räumen, wenn du so im engen Raum bist. Ja, dann ist es manchmal echt anstrengend. Alter, ist das geil hier. Weil in engen Räumen kann das echt anstrengend werden, ja. Wenn man, na, die Kacke will ich nicht haben. Kann das richtig anstrengend werden. Wenn da so viele gelbe Pissfliegen auf dich zufliegen. Es wäre gut, wenn ich Geld stacke. Vor allem jetzt mit meinem... Oh, das ist ein Kackraum. Das ist ein richtiger Kackraum. Ah, wie cleare ich denn am besten? Wie cleare ich denn am besten, ohne Schaden zu bekommen? Das geht doch gar nicht, oder? Kann ich den Raum clearen, ohne Schaden zu bekommen? Geht das überhaupt? Überall, wo ich stehe, ich würde doch überall Schaden bekommen, oder? Hier doch auch, oder? Hä, das geht doch nicht. Nee, okay, doch nicht. Gut. Ah, ich hätte Hagelatz einsetzen sollen, dann hätte ich eine Bombe gespart. Aber okay, egal. Geht klar. So, jetzt, wenn ich jetzt einen Devil Deal bekomme, da muss etwas sein, was mir auch Leben gibt. Sonst habe ich ein Problem. Ich kann halt mein Leben jetzt opfern. Ja, ich kann jetzt nicht sterben. Oh mein Gott, das war knapp. Ich kann jetzt nicht einfach sterben. Ich habe ja nur ein Herz. Deshalb irgendwas, irgendwie sowas Abaddon-mäßiges oder Judas Shadow oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie irgendwas, was mir ein zusätzliches Leben gibt. Weil sonst habe ich ein Problem. Sonst kann ich gleich den Devil Deal nicht eingehen. Abaddon wäre halt jetzt echt perfekt. Abaddon, okay, ich kriege keinen Devil Deal. Gut, dann kriege ich halt keinen Devil Deal. Shop könnte ich noch gehen, aber ich stacke halt mein Geld, ne? Ich brauche halt einen XXL-Raum mit ganz vielen Steinen. Und dann Hagelatz. Und dann gib ihm, ja? Hagelatz. Und dann kriege ich richtig viele Münzen. Und das wird mein Damage so krass pushen, ja? Dass ich gleich die ganze Scheiße hier rocken werde. Deshalb, das ist unser Ziel, Leute. Ganz viel Geld sammeln, ja? Ganz viel Geld, weil Damage-Ups kriege ich eh nicht. Seien wir mal ehrlich, ich und Damage-Ups. Als ob ich Damage-Ups bekommen würde. Ich bekomme sowas nie. Die geilen Bugs Bunny fliegen. Ja, die sehen aus wie kleine Möhrchen. Und bei Möhrchen muss ich immer an Bugs Bunny denken. Deshalb Bugs Bunny fliegen. Nicht? Okay. Ich darf mich mit dem Feuer nicht aufhalten. Ich muss Gas geben. Oh nein, neue Fliegen. Ich muss Gas geben. Oh mein Gott. Fast habe ich mich erwischt. Ich muss Gas geben. Ich muss durchgehend nonstop laufen. Okay. Okay. Knopf Nummer 1. Okay. Ho! Perfekt. So. Da gehen wir nicht rein. Egal. Gib ihm. Ich muss mich beeilen, wie gesagt. Einfach nur schießen, laufen. Und 30 Minuten, wie gesagt, ist für mich halt sehr, sehr schwer zu erreichen. Und irgendwann muss ich das schaffen. Vor allem, ich muss das mit jedem Charakter schaffen. Das könnte echt schwierig werden. Ich stelle mir generell so einige Sachen jetzt schwierig hier vor. Fuck. Vor allem mit The Lost. Mit The Lost in Greed Mode. Oh, das könnte echt anstrengend werden. Das mit The Lost Greed Mode. Ich glaube, hier, komm, ich setze hier, glaube ich, Hagelatz ein. Ich setze ihn hier ein. Gibt auf jeden Fall Räume, wo es mehr Steine gibt. Aber hey, das waren so viele Steine. Es lohnt sich. Jetzt nur nicht in die Stacheln reinladen. Ein Fehler und der Run ist beendet. Ich habe nur ein Herz, ey. Mann, ich krieg auch keine HP-Ups, weißt du? Eigentlich will ich nie HP-Ups haben. Ich hoffe eigentlich immer auf etwas Cooleres als HP-Ups, ja. Aber dann, wenn ich HP-Ups brauche, ja, dann bekomme ich nicht. Und dann, wenn ich keine haben will, dann bekomme ich welche. Ich bekomme eins! Dankeschön. All Stats up. Perfekt. Ich habe was herausgefunden. Vielleicht der eine oder andere hat das vielleicht von euch schon auch schon herausgefunden. Aber es gibt eine neue Transformation. Also es gibt ja auf jeden Fall neue Transformationen. Das weiß ja jeder. Also der sich mit den... beschäftigt hat mit den neuen Sachen hier. Gibt es auf jeden Fall neue Transformationen. Aber ich habe eine entdeckt. Ich weiß nicht, ob das schon einer von euch entdeckt hat. Aber eine Pilztransformation. Ja. Und zwar... Ich weiß nicht, ob das ab 2 oder ab 3 Pilz-Items ist. Aber ich war schon zweimal ein Pilz.
ja, dass ich irgendwas gesammelt habe. Ich denke mal, ich hatte diesen, das Trinket hatte ich gehabt. Also diesen Pilz gehabt, diesen Trinket-Pilz hatte ich gehabt. Mini-Mush hatte ich gehabt und halt Magic Mushroom hatte ich gehabt. Oh mein Gott, hier ist eine Hand. Hier ist eine Hand. Ich hoffe, das ist keine Knochenhand. Bitte sag keine Knochenhand. Wieso kommt die Hand nicht? Da kommt die Hand. Stirb. Kommt noch eine Hand? Nee, ne? Nehme ich den Wurm mit? Nee, den nehme ich nicht mit. Dass ich dann so einen Pilzkopf bekommen habe. Ja, so eine Transformation. Im Grunde gesehen. Ich weiß nicht, was genau diese Transformation mir gebracht hat. Ob sie mich irgendwie stärker gemacht hat oder sonst was. Aber es gibt auf jeden Fall eine. Was? Aus ihm sind zwei neue rausgekommen. Ist euer Ernst? Ist euer Ernst? Okay, keine blauen Tinted Rocks. Keine blauen Tinted Rocks, genau. Oh mein Gott, da muss ich husten. Habe ich an meinem eigenen Speichel verschluckt. Ah, hier Hagelatz wäre auch optimal. Aber ich habe ja Bomben. Ich spreng da gleich, da ist ein Stein, der mit einer Bombe kombiniert ist. Den spreng ich gleich auf jeden Fall in die Luft. Was ist das denn für ein Trinket? Fuse Cutter. Nee, machen wir es so. Ah, fuck, ich hab ihn nicht erwischt. Dann machen wir so. Habe ich gerade Schaden bekommen? Nee, ne? Okay, gut. Zack, 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 zack. Alter, ich habe schon richtig viel Geld. Das ist Damage. Das ist Damage, Leute. Das ist Damage. I like. Soll ich noch einmal sprengen? Ah, ich glaube nicht. Ich sollte lieber wieder auf Situationen warten, wo es sich mehr lohnt. Wo ich zum Beispiel wieder so einen Dynamit, wo ich so einen Stein wieder erwischen kann. Der dann alles um sich herum sprengt. Darauf sollte ich, glaube ich, warten. Okay, jetzt bitte. Da ist das neue Item, was ich mit Lilith freigeschaltet habe. Aber das ist unnötig. Mehr oder weniger. Shop könnte ich gehen, aber mein Geld. Ich will Geld sparen, ich will Geld sammeln, ja. Zu dem neuen Item, das gerade im Devil Deal lag, dieses Combien Conception, oder wie das heißt. Ich habe nachgelesen, was das macht. Auf jeden Fall irgendwie, wenn ich viel Schaden bekomme, dann, Alter, was ich für Items bekomme. Wenn ich Schaden bekomme, wenn ich ab eine bestimmte Anzahl an Schaden bekomme, dann spawne ich einen Friend, einen Devil-Friend halt, irgendeinen dunklen Freund halt, sowas wie zum Beispiel Dark Boom oder hier Lil Brimstone, also auf jeden Fall so ein Devils Brut Baby, so gesehen halt. Ja, und ich weiß aber nicht, ob die permanent halten oder ob sie komplett durchgängig bleiben. Ich weiß es nicht. Ob sie halt nur in einem Raum bleiben oder für eine Ebene, ich habe keine Ahnung. Wobei, ich habe ja letztes Mal den Lilith-Run gespielt. Ja, und da habe ich doch da sehr viel Schaden bekommen. Ist ja nicht so, dass ich da irgendwie damage-los durchgerannt bin. Und ich habe da viel Schaden bekommen. Und deshalb wundert mich, dass so dieses Combien Conception nicht getriggert wurde, weil sie hat das ja als Start-Item. Deshalb hat mich das gewundert, wieso da nichts getriggert wurde. Hat mich äußerst verwundert. Deshalb, vielleicht habe ich auch das Item falsch verstanden, ich weiß es nicht. Ich gehe mal oben lang. Moment, das hier. Goldraum waren wir schon. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich zum Boss. Ah, du dicke Fledermaus. Oh, nicht erwischen lassen. Perfekt. Und Tinted Rocks wären halt immer noch optimal, ne? Das wäre jetzt so gut. Das wäre so gut, wenn ich Tinted Rocks bekomme. Aber ich kann so nicht spielen, Leute. Ich kann schnell nicht spielen. Ich krieg auch noch Schaden. Ich bin so ein Trottel, ne? Ich krieg auch noch Schaden. Ich kann schnell nicht spielen. Es geht einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich muss es halt können. Vor allem, wo ich jetzt mit jedem Charakter sozusagen einen Speedrun hinlegen muss, ja, weil ich muss ja mit jedem Charakter innerhalb 30 Minuten einen Scheiß schaffen. Mit jedem fucking Charakter. Also es gibt Charaktere, die sind halt super schwach und super langsam und es könnte echt anstrengend werden. Afterbirth könnte echt anstrengend werden. Ach ja, und was ich noch gehört habe, ich weiß nicht, ob das nur ein Mythos war oder hast du nicht gesehen oder nur eine Vermutung oder nur ein Joke oder sonst was. Aber ich habe gehört, dass wenn man in Afterbirth alles auf 100% schaffen möchte, dann ist man gezwungen, das komplette Spiel, also mit Rebirth mit gemeinsam, alles komplett von neu zu spielen, also einen neuen kompletten Save State zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Kennt sich da einer aus? Ich habe auch danach irgendwie gegoogelt, aber ich habe nichts irgendwie Festes gefunden, was darauf hinweist, dass ich das wirklich machen muss. Deshalb, kennt sich da einer aus? Weiß da einer was? Kann mir einer da irgendwie was belegen? Ja, irgendwie was Festes bestätigen, sagen oder sowas? Dass ich wirklich einen komplett neuen Spielstand anfangen muss? Weil ich
ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt Afterbirth durchrocken. Oh, fuck. Durchrocken, mehr oder weniger. Durchrotzen auf jeden Fall. Ja, und so schnell wie möglich meine 100% holen. Aber wenn das nicht geht, dann mache ich gerade was falsch. Dann darf ich meine Zeit jetzt nicht damit hier verschwenden, dass ich einen gespielten Spielstand weiterspiele, sondern müsste ich eigentlich komplett von neu anfangen, theoretisch gesehen, oder? Theoretisch gesehen, oh nein, mein Lieblingsboss. Ich hasse diesen Boss, Leute. Ich hasse den. Er spuckt so ähnlich wie Mom. Tränen. Tränen, er spuckt Tränen, genau. Ich hoffe, ich kriege, er kommt nicht zum Schießen. Ich hoffe, er stirbt jetzt. Komm, stirb, stirb, stirb. Nein, er lebt noch. Er stirbt, perfekt. Devil Deal kriege ich natürlich nicht. Wieso denn auch? Wieso soll ich auch Devil Deals bekommen? Ich hasse Devil Deals. Devil Deals ist das Schlimmste auf der Welt. Fucking Devil Deals. Ja, wer braucht schon Devil Deals? Niemand braucht Devil Deals. Okay, ich liege aber noch halbwegs gut in der Zeit. Es wäre sehr gut, wenn ich noch eine Emperor-Karte bekommen würde unterwegs. Das wäre halt optimal, ja, für Womp. Dass ich da ganz schnell durchkommen könnte. Das wäre halt perfekt. Weil da gibt es eh keinen Goldraum. Da will ich ja sowieso ganz schnell, so schnell wie möglich durchlaufen. Deshalb wäre es echt super geil, wenn ich jetzt unterwegs noch eine Emperor-Karte finden könnte. Das wäre sowas von optimal. Optimopti wäre das, ja? Sowas von Optimopti. Das glaubt ihr gar nicht, wie Optimopti das wäre. Deshalb, bitte, Spiel. Hat er gerade eine Spinne ausgespuckt? To the moon. Ja, können wir machen, komm. Deshalb, Spiel, bitte gebe mir, du weißt schon. Eine Emperor-Karte, bitte, danke. Das Herz brauche ich nicht. Ich hoffe, er hat mich in den, ja, perfekt. Genau das habe ich gehofft. Ich habe gehofft, dass ich durch die Teleportierung in der Nähe entweder des Bosses oder des Goldraumes gekommen bin. Und das ist gerade perfekt. Perfekt! Fuck, ich habe Curse of the Blind. Spider-Baby, was für ein Spider, was? Ich habe Spider-Baby, sowas gibt's. Ah, nein, scheiß auf den Schlüssel. Komm, scheiß auf den Schlüssel. Scheiß auf den Schlüssel. Dann ist der Boss da oben. Okay, ich muss hier komplett den Weg durch. Okay. Ja, also gespart habe ich mir jetzt nicht unbedingt den Weg durch die Teleportierung. Habe ich mir nicht unbedingt was gespart. Im Grunde wäre ich so oder so den Weg gelaufen, weil, ja, ich müsste ja zum Goldraum laufen. Moment, was labere ich? Ich könnte auch hier oder hier links oder rechts, links oder unten könnte auch der Boss sein, ne? Was rede ich denn da hier? Der könnte auch hier sein jetzt. Na, ist er natürlich nicht. So, wir haben gleich unser Geldcap erreicht. Und dann habe ich Maximum Schaden rausgeholt. Ich glaube, es waren knapp 4 Damage Points von der Brille, die ich trage. Also diese Damage-Brille. Fast 4 Damage Points. Das ist optimal. Das ist super gut. Super gut. Warte, ich schau mal kurz in den Shop rein. Ich habe viel Geld. Auch wenn mich das Damage kosten würde, könnte ich theoretisch eigentlich mir was kaufen. Aber ja, gut, das bringt mir jetzt auch nichts. Ne? Komm, wir gönnen uns mal die Karte. Vielleicht ist das eine Emperor-Karte. Magician, okay. Schade. Egal. Ich kann mir halt auf jeden Fall, ich habe schon so früh schon so viel Geld bekommen. Ich kann mir auf jeden Fall ein bisschen leisten, hier ein bisschen mit dem Geld rumzuspielen und versuchen, vielleicht noch ein gutes Item im Shop rauszubekommen. Ja, aber das war jetzt natürlich Curse of the Blind. Ja, oh mein Gott. Pinke Cages. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte nicht. Die werden mir sowas von Schaden zufügen. Okay, Nummer 1 ist down. Was können die Pinken anders? Ich weiß es nicht. Bis jetzt haben die nichts anderes gemacht. Okay, down. Perfekt. Oh nein, jetzt kommt Devil Deal. Ey, Devil Deal mit... Ja, okay. Tour for Diamonds. Perfekt. Devil Deal mit einem unbekannten Item. Ey, das kann doch nicht sein jetzt, oder, Leute? Da ist eine Hand. Irgendwo ist hier eine Hand. Das können die doch jetzt nicht bringen, oder? Komm, Abaddon. Lil Brimstone. Nein, so verschwendet. Oh, das tut so weh. Dieser Schmerz. Ah, fuck, ey. Welche Ebene bin ich? Ich werde das, glaube ich, die 15er Items hier kaufen. More Options und the Battery, Stores Energy. Weil jetzt hau ich einfach, ich kaufe noch das hier. Und dann können wir noch die Bombe kaufen. Und dann Two of Diamonds. Perfekt, fertig. Jetzt sind wir doch wieder voll. Geld verbraucht und Geld wieder zurückbekommen. Ja, das ärgert mich jetzt extrem. Das hat mir jetzt vielleicht so einiges zerstört. Weil ich habe jetzt so einen scheiß Devil-Deal eingelegt. Lil Brimstone ist kein schlechtes Babyviech, ja, er ist kein schlechtes Viech. Aber dennoch hat es sich nicht gelohnt, 2 Herzen dafür zu opfern. Es lohnt sich halt einfach gar nicht. Es lohnt sich einfach null, ja. Es lohnt sich einfach gar nicht. Ach, komm schon, muss jetzt so in den Raum kommen. Komm, kann ich mich hier freibomben? Ah, perfekt. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich hoffe, ich muss nicht mehr zurücklaufen.
Sonst habe ich ein Problem. Sonst muss ich noch eine Bombe opfern. Weil ich habe keine Lust, da jetzt Schaden zu nehmen. Und ich hab Angst. Ich glaube, ich würde das nicht ohne Schaden schaffen. Ich würde das ohne Schaden, glaube ich, nicht schaffen. Deshalb, ja. Versuchen wir so durchzukommen. Versuchen wir so durchzukommen. Oh, nicht ranziehen. Okay, da ist der Goldraum. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Du willst bestimmt einen Brimstone haben, oder? Die Gegner sind perfekt mit dem Little Brimstone. Das ist super gut hier. Zack. Und dich noch. Little Brimstone, gib dein Bestes. Da oben ist noch einer. Komm her! Ah, schade. Perfekt. Habe ich den anderen auch erwischt? Nein, ne? Aber jetzt erwische ich dich. So, Goldraum. Komm schon, Baby. Komm schon, komm schon. Shit. Perfekt. Perfekt. I like. That's what I like. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das hier noch machen. Genau. Münzen brauche ich nicht, aber die Schlüssel könnte ich mitnehmen. Okay. Gas geben. Komm schon. Mach keinen Scheiß. Keine Gefangenen. Wir nehmen keine Gefangenen. Wir geben Gas. Oh mein Gott. Ich brauche halt immer noch Herzen, ne? Das ist halt das Wichtigste. Ah, nein, Mann, ey. Keine Stopwatch in the broken watch. The Hermit. Schade. Keine Emperor-Karte. Keine fucking Emperor-Karte. Das Spiel will mir keine Emperor-Karte geben. Spiel, gib mir doch einfach eine Emperor-Karte. Komm schon. Gib mir doch einfach eine Emperor-Karte. Was hältst du davon, Spiel? Seid ihr fucking Girlings? Da seid ihr doch. Komm her! Perfekt. Dann geht's hier runter. Der Hermit. Ich kann mich damit zwar teleportieren, aber unwichtig. So, Mutter. Zack, Book of Belial. Book of Belial kann man aber nicht stacken, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man stacken kann. Komm schon, ich kriege gleich auch den Boss Rush. Den brauchen wir aber nicht. Oh mein Gott, fast hat er mich erwischt. Fast hat die mich erwischt. Boss Rush brauchen wir nicht. Ich denke mal, dass wir ihn kriegen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie gut ich in der Zeit liege. Aber müsste eigentlich recht gut sein. Ja, da ist der Boss Rush. Ist eigentlich im Prinzip scheißegal, was ich mitnehme, ne? Ich kann ja auch einfach das hier mitnehmen. Weil wenn ich wirklich jetzt versuche, den dritten Weg zu erreichen, dann ist scheißegal, was ich bekomme. Ist halt jetzt super traurig, dass ich die Emperor-Karte nicht bekommen habe. Wie viel Zeit habe ich jetzt? Das ist eine XL-Ebene! Ich habe 11 Minuten für die XL-Ebene. Alter, komm, Hermit. Vielleicht porte ich mich schon direkt in die Nähe des Bosses. Perfekt, ey. Hermit-Karte. Hermit-Karte, sage ich. Eine XL-Ebene, das ist super gut. Das ist super gut gerade. Das ist super gut. Hier kann ich mir auf jeden Fall mit etwas Glück, kann ich mir sehr viel Zeit hier sparen. Mit etwas Glück kann ich mir sehr viel Zeit sparen. Und mein Damage ist top-notch gerade, Leute. Mein Damage ist over the top. Mit den 99 Münzen, es ballert einfach. Jetzt muss ich nur noch Glück haben und den Boss finden. Ja, ich muss nur noch Glück haben und den fucking Boss finden. Dann wäre es halt perfekt. Was willst du denn eigentlich, du kleines Pissgesicht? Ich muss hier echt aufpassen. Hier ist überall Pisse auf dem Boden. Von den Gegnern. Die Brimstone. Nein, er hat mich zweimal getroffen. Na, Mann. Das hätte nicht sein dürfen. Dass er mich zweimal trifft, das hätte nicht sein dürfen. Und ich weiß halt echt nicht, wie schwer oder wie stark der neue Weg ist, die neue Ebene. Deshalb habe ich da auch ein bisschen Angst vor. Fuck, die hat mich nicht getroffen. Perfekt. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Und ich weiß nicht, ob ich da gut gewappnet bin mit meiner Herzenanzahl. Blaue Herzen? Können da blaue Herzen rauskommen? Bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner Herzenanzahl gut gewappnet dafür bin, ne? Das ist halt so die Problematik gerade, die ich ebenfalls an diesem Run sehe. Ich bin zwar schnell unterwegs, ich würde das wahrscheinlich auch hinkriegen, den neuen Weg zu sehen. Aber wie gesagt, die Problematik liegt gerade... Ich habe hier einen Shop. Es gibt hier Shop. Oh mein Gott. Ich glaube, ich nehme das... Fuck, da waren Stacheln. Ich nehme das mit, Leute. Ich nehme das mit. Scheiß auf Book of Belial. Ich bin super stark. Book of Belial wurde sowieso schon genervt. Deshalb, komm, das lohnt sich viel mehr. Das lohnt sich sowas von viel mehr. Vor allem, wenn ich jetzt nur ein paar Batterien finde, wenn ich Glück habe, dann kann ich... Das meine ich. Genau das meine ich. geil. Okay, fuck. Falscher Weg. Komplett falsch gelaufen. Fuck, ey. Ich muss so schnell wie möglich. Komm schon. Ich habe noch 9 Minuten. 8 Minuten 20 ungefähr. 8 Minuten 40 ungefähr. Wo könnte der Boss sich verstecken? Wo könnte er sein? Ich hasse es. Komm schon. Boss, bitte zeige dich so schnell, wie du kannst. Bitte zeige dich. Nein. Nein! Oh. Meine leicht verdienten Herzen so leicht weggeworfen.
Meine leicht verdienten Herzen so leicht weggeworfen. Das ist traurig. Ich glaube nicht, dass der Boss hier ist. Auf diesem Weg. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wer weiß. Wir lassen uns mal überraschen. Oh, nicht in die Stacheln. Was ist das? Justice, okay. Kann man einsetzen? Kann man einsetzen, kann man mitnehmen. Na, natürlich ist hier der Boss nicht. Natürlich! Oh mein Gott, ich renne da rein. Oh mein Gott, ich renne da rein. Oh mein Gott, ich renne da rein. Ich renne da rein. Oh mein Gott, ich renne da rein. Oh mein Gott, ich renne da rein. Mann, ey, das ist so ärgerlich mit den Herzen. Oh, nein. Ich dachte, ich renne da gerade in die Stacheln rein. Das ist so fucking ärgerlich mit den Herzen, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Aber gut, hier nach diesem Raum kriege ich wieder meine Aufladung. Für Book of Revelations. Perfekt, Alter. Und dann noch eine Batterie. Ich danke dir. Ich danke dir, Spiel. Danke dir, dass du manchmal an mich denkst. Fuck. Fuck, schon wieder falsch gelaufen. Boah, in dem Raum Knochenhände. Wäre jetzt echt gemein. Kommt noch eine Hand? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, komm. Weiter, 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 weiter. Ich grase gerade die ganze Ebene ab, weißt du? Aber gut. Ich liege so trotzdem immer noch gut in der Zeit. Auch wenn ich die ganze Ebene gerade durchgrasen, abgrasen muss. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Perfekt. Das war gerade sehr knapp. Tinted Rock, Tinted Rocks. Nein. Ich glaube, der Boss ist oben. Oder? Oder rechts, würde ich sagen. Oder? Rechts oder oben? Nee, oben geht es schon immer weiter. Oder erst. Doch, es geht noch weiter nach oben. So eine riesige XL-Ebene, das ist unglaublich. Es gibt jetzt auch eine Challenge, die XL-Challenge. Ich glaube, alle Räume sind auf jeden Fall XL. Ob jede Ebene XL ist, weiß ich nicht. Aber sind auf jeden Fall alle Räume XL. Oh, das ist ein gemeiner Raum. Das ist ein gemeiner Raum. Das ist ein richtig gemeiner Raum. Ja, genau deshalb. Genau deshalb, weil dieses scheiß Auge da versperrt ist. Und ich es nicht angreifen kann. Okay, ich hätte mit dem Lil Brimstone angreifen können. Aber, da war ich gerade zu beschäftigt mit Ausweichen. So. Oh mein Gott, nein, ich renn rein. Oh nein, ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie so sehr. Perfekt. So, Book of Revelations. Also, dieses Book of Revelations rettet mir den Run gerade. Diese Book of Revelations rettet mir gerade den Run. Ey, das kann doch nicht sein, Boss. Wo ist er denn? Wo ist denn der scheiß Boss? Das kann doch nicht sein. Da ist er. Oh, heilige Scheiße. So, okay, der ist easy, den können wir klären, den können wir klären, den können wir klären, vor allem mit dem Damage, ey, das ist easy going hier. Easiest Boss of my life. Komm schon, komm schon. Oh nein, wenn er mir noch einen Pony gibt, das wäre jetzt eigentlich ganz gut, obwohl, das ist gar nicht so gut. Ich muss ja dann mein Book of Revelations wegschmeißen. Moment, was ist das denn für ein, was ist das denn für ein Raum? Lol. Die zwingen mich, den Pony mitzunehmen. Also wenn man theoretisch keine Bombe hat, dann wird man gezwungen, hier den Pony zu nehmen. Was ist das denn für ein abgefuckter Raum? Okay, jetzt sterbe ich bei Mom. Jetzt sterbe ich bei Idlix, pass auf. Triff mich nicht, Auge. Okay, perfekt. Jetzt gib ihm, komm schon, komm schon, komm schon. Der neue Weg, Leute, der neue Weg, der neue Weg. Wir müssen uns auf den neuen Weg konzentrieren. Mach keinen Scheiß, nein. Lass mich treffen, lass mich treffen. Ich kann noch zwei Treffer kriegen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt. Ich habe noch Schaden bekommen. Ich habe noch Schaden bekommen. Da ist der neue Weg. Da ist der neue Weg. Der neue Weg. Der neue Weg. Ich habe nur ein Herz. Wie heißt die Ebene? Wie heißt die Ebene? Ich habe nur ein Herz. Nein. Fuck. Curse of the Unknown. Die Ebene ist unbekannt. Sieht aus wie eine blaue Womp. Oh nein. Alter, wäre das ärgerlich, wenn mich jetzt diese Bombe getötet hätte. Er hätte jetzt geweint. Wenn die Bombe mich getötet hätte, hätte ich jetzt geweint. Er hätte geweint wie ein kleines Mädchen. Okay, wir haben Shop. Ein blaues Herz. Das ist schon mal sehr gut. Das nehmen wir mit. Die Batterie nehme ich auch mit, um das hier aufzuladen. Und. Dann habe ich hier noch Münzen rumliegen. Habe ich hier, warte, ich guck mal, ob ich genug Münzen hier rumliegen habe, um mir noch das 15-Item zu holen. Nee, das lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, komm. Ich will meine 99 Münzen behalten. Quatschot! Und das, aber Quatschot und das Messer. Ich denke mal, ich würde mich für das Quatschot entscheiden. Der Vogel. Ah, komm, wir nehmen den Vogel mit. Soll ich Quatschot mitnehmen? Soll ich wirklich Quatschot mitnehmen? Komm, ich nehme Quatschot mit.
Oh mein Gott, da gab es keinen Tinted Rocks oder so, ne? Sieht nicht so aus. Ich denke mal, die sehen so aus wie einen normalen Womp. Ist das nur eine einzige Ebene? Da ist ein Tinted Rock. Ist es nur eine einzige Ebene oder kommt hier noch was? Ich weiß es halt nicht. Ja, im Prinzip kann ich mir eigentlich auch ein anderes Spacebar-Item nehmen, wie zum Beispiel jetzt das hier. Weil Book of Revelations bringt mich jetzt auch nicht mehr weiter. Moment. Ach so, oh. LOL. Oh shit, Leute. Was erwartet mich hier? Okay, Blue Baby. Sieht aus wie Blue Baby. Sieht aus wie Blue Baby. Nein, ich habe nicht getroffen. Sieht aus wie Blue Baby. Er trifft mich gar nicht von da. Oder ist das ein Boss Rush? Der Raum ist sehr groß. Kommt hier gleich vielleicht ein Boss Rush? Und man muss hier alle möglichen großen Bosse besiegen? Ich habe halt echt kein Leben, ne, für große Bosse jetzt. Okay, es kommt noch was anderes. Was zur Hölle bist du? Was zur Hölle bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe ihn gar nicht mal richtig. Was ist das? Was zur Hölle? Alter, das sind neue Tränen. Das sind komplett neue Tränen. Solche Tränen gab es bis jetzt noch gar nicht. Alter, wie viel Leben der hat. Okay, Quatschot war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil er bewegt sich nicht. Quatschot war eine sehr gute Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ich weiß nicht, was er für eine Phasen gleich noch auffahren wird, ja? Ich weiß nicht, was er gleich noch für Phasen auffahren wird. Und ich... Oh nein! Werde ich da getroffen? Nein, okay, gut. Er bewegt sich, er bewegt sich, er bewegt sich, er bewegt sich. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass er sich bewegen kann. Oh mein Gott. Das sind gemein. Das sind gemeine Tränen. Dieser gelbe Bogen, der ist super gemein. Oh, komische Fliegen. Okay. Komische Fliegen. Die Fliegen müssen weg. Die Fliegen müssen weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Fliegen müssen weg. Die Fliegen müssen weg. Hör auf, die Fliegen zu spawnen. Hör auf, die Fliegen zu spawnen. Ah, okay. Keine Fliegen mehr. Perfekt. Ich habe mich noch gar nicht, kein einziges Mal treffen lassen. Bis jetzt läuft's. Bis jetzt läuft's. Er hat einfach nur sehr viel Leben. Er hat einfach sehr viel Leben. So wie Mega Satan. Einfach nur super viel Leben, aber gar nicht so stark. Ja. Aber wer weiß, was gleich noch für eine Phase kommen könnte, ja? Wer weiß, was gleich noch für eine Phase kommen könnte? Wer weiß, was gleich noch für eine Phase kommen könnte? Ey, die fucking Fliegen, ne? Da sind so viele Fliegen. Vor allem, ich glaube, die Fliegen greifen dich nicht an. Die fliegen, glaube ich, sogar aus dem Bild raus. Ich glaube, die Fliegen fliegen aus dem Bild raus. Die Fliegen fliegen aus dem Bild raus. Ja. Alter, wie viel Leben der hat! Wow, wow, wow! Was zur Hölle? Wieso trifft mich das alles nicht? Wieso trifft mich das alles nicht? Ist es normal, dass es mich nicht trifft? Okay, die Fliegen sind scheißegal. Das ist, bietet ihm nur Schutz. Bietet ihm nur Schutz. Oh mein Gott. Woher kommen die Tränen geflogen? Okay, der macht wieder was Neues. Er öffnet sich jetzt noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach keinen Scheiß. Ich hab's fast geschafft. Ich hab's fast geschafft, ja? So viel. Nein, ich wurde getroffen. Zum ersten Mal. Die roten Tränen. Was? Wo ist er hin? Da ist er hin. Okay. Okay, die roten Tränen sind gerade... Oh mein Gott, die roten Tränen splitten sich. Die roten Tränen splitten sich. Ah, nein, ich wurde getroffen. Jetzt kommen wieder die blauen Viecher. Ich will ihn schaffen, ich will ihn schaffen. Das kann nicht sein, ich muss ihn schaffen. Ich muss ihn schaffen. Ich muss ihn schaffen, komm schon. Die roten Tränen sind halt echt, echt beschissen. Wenn die roten Tränen nicht kommen, ist eigentlich alles okay. Solange die roten Tränen... Okay, ach so, ich weiß, was er für Tränen hat, was er gerade da schießt. Er kann auf die Wand schießen und die kommen auf der anderen Seite des Raumes raus. So sieht das gerade aus. Oh mein Gott. Nein! Oh nein, er war fast down! Er war fast down! Er war fast down! Oh, er war fast down! Es war so gut! Er ist so gut. Hätte ich nicht die ganzen Herzen verloren. Hätte ich nicht die ganzen... Ich habe so viel Schaden unterwegs genommen hierhin. Hätte ich das alles nicht gemacht, dann hätte ich ihn locker geschafft. Er hat mich halt nur zwei oder dreimal getroffen und ich war down. Das war's. Ich hatte halt gar nichts. Ich bin reingekommen in die Ebene, hatte nur ein rotes Herz, habe mir zwei blaue noch besorgt und das war's. Fuck, ey. Schaut euch sein Leben an. Da sieht man noch unten sein Leben. So ein bisschen noch. Das wäre vielleicht noch 30 Sekunden Kampf gewesen. Dann wäre er schon down gewesen.
Eine Minute, keine Ahnung. Mann, schade. Schade. Aber okay, haben wir auf jeden Fall den neuen Boss gesehen und die neue Ebene. An sich ist er gar nicht so schwer, aber er hat halt ultimativ viel Leben. Er hat ultra viel Leben. Und ich habe schon sehr guten Schaden gemacht, ja. Ich habe schon sehr guten Schaden gemacht, vor allem mit Quatschshot habe ich, ja. Ich hatte Damage voll gehabt, sogar überfüllt hatte ich gehabt, ja. Und dann mit Quatschshot noch, zwischendurch noch den kleinen Lil Brimstone schießen lassen. Und ich habe es nicht, es hat trotzdem so ewig gedauert. Ist halt wie Megasatan. Megasatan hat auch ewig viel Leben. Und ja, nur die Sache ist die, dass Megasatan nicht Pflicht ist, so wie zum Beispiel jetzt dieser Boss. Ja, obwohl, man weiß es nicht, vielleicht ist Megasatan mittlerweile auch Pflicht seit Afterbirth, das weiß ich nicht, ja. Auf jeden Fall, dieser Boss ist definitiv Pflicht und diesen Boss muss ich mit jedem Charakter schaffen. Puh, könnte ein bisschen schwierig werden, aber ich finde diesen Boss auf jeden Fall einfacher als den neuen Boss aus dem Greed-Mode. Den habe ich hier euch noch nicht gezeigt. Vielleicht der ein oder andere hat ihn wahrscheinlich schon selbst gesehen bei anderen Leuten oder hat ihn vielleicht schon selber gespielt. Ich denke mal, ich werde nächstes Mal, wenn wir wieder Isaac spielen, werde ich den Greed-Mode spielen und versuchen dann bis zum Boss zu kommen und euch den Boss zeigen, den neuen, anderen neuen Boss. Und den finde ich eigentlich schwieriger als den hier. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall sehr spaßig. Es war sehr schnell vor allem. Ich habe sehr schnell durchgerotzt und habe auf jeden Fall noch pünktlich geschafft zum Boss, diesem Endgegner. Und es war eine schöne Erfahrung. Leider habe ich es nicht geschafft, aber beim nächsten Mal vielleicht, ja. Ich gebe nicht auf. Ich werde dich besiegen, was auch immer du bist. Hier in Blue Womp. Oder so, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis demnächst. Tschüss.